Das Projekt heißt Gesunde Nachbarschaft, gesunde Städte verbinden. Und wir sind in ganz Österreich tätig. Als Städtenetzwerk werden wir mit einigen Städten kooperieren. Wir wissen noch nicht genau, welche das sind. Und unser interner Projekttitel ist Soziale Netzwerke auf neuen Wegen lebendig halten. Also wir haben als primäre Zielgruppe wollen wir auf Personen zugehen, die Organisatorinnen von sozialen Netzwerken sind. Und zwar insbesondere von solchen Netzwerken, die sich normalerweise physisch treffen. Also da denken wir an Musikvereine, Kulturvereine, aber auch an Glaubensgemeinschaften und Ähnliches. Ja, also wir versuchen sozusagen diese Netzwerkorganisatoren als primäre Zielgruppe. In weiterer Folge sind das schon dann die Teilnehmenden an diesen Netzwerken die Zielgruppe des Projekts. Als Netzwerk Gesunde Städte, was jetzt sozusagen nicht unbedingt der Kontext von dem Projekt ist, aber als Netzwerk Gesunde Städte war es schwierig, weil auch wir eine Organisation sind, die auf physischen Treffen beruhen und jetzt schon seit vielen Monaten keine Netzwerktreffen physisch abgehalten haben. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir merken, dass die finanziellen Bürden, die da auf die Gemeinden zukommen und auf die Städte zukommen, macht es gerade sehr schwer, städteübergreifend oder überhaupt Projekte zu planen, weil Budgets sehr unsicher sind. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Für viele Vorhaben war es möglich, auf Zoom oder andere Online-Meeting-Methoden umzusteigen. Aber Lösung in dem Sinn ist es nicht, weil ich merke, dass das Vernetzen dann mit einer kleineren Gruppe gut funktioniert, aber manche da einfach nicht umsteigen. Anfangs war die Hürde sehr groß, über die Zeit ist mir vorgekommen, wie es ist immer normaler geworden, dass man solche Art von Meetings macht und auch die Technik von den Mitarbeitern in den Städten hat sich verbessert. Und auch meine Fähigkeit, solche Sitzungen zu moderieren, haben sich herausgebildet, also mittlerweile geht das ganz gut. Eine Lösung für die Budgetfrage gibt es derzeit, ist derzeit nicht in Sicht. Also die Löcher, die durch die Covid-Folgen in die Budgets von Städten und Gemeinden gerissen werden, sozusagen, das ist nach wie vor nicht einmal in der Höhe bekannt. Also das wird uns noch länger eine Schwierigkeit sein.